Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7, das Original. Und wieder ganz spät am Abend, weil ich hatte viel zu tun. Ganz einfach und kurz. Letztes Mal haben wir nicht hier aufgehört, sondern wir hatten letztes Mal drin aufgehört, um genauer zu sein bei den Chocobo-Rennen. Aber ich hatte nochmal für mich persönlich selbst gefahren nochmal. War in der Arena, ne? Ich wollte Omni-Schlag holen. Habe ich ja schon letztes Mal in der Folge gesagt. Und folgendes ist passiert. So, ich gehe erstmal vom Speicherpunkt weg, damit ich es nicht wieder falsch mache. Ich habe 32.000 GP gefarmt. Ne, nicht 32.000 GP. 230 Kampfpunkte, glaube ich, waren es gewesen. 32.000. Und habe dann gemerkt, da ist ja kein Omnischlag beim Shop. Also da gab es dann einen Shop außen, dann musste ich da Omnischlag kaufen und es gab keinen Omnischlag. Und dann habe ich das im Internet nochmal gegoogelt, woran das lag. Und habe dann bei YouTube herausgefunden, dass ich erstmal ein bestimmtes Ereignis erleben muss. Ja, ich habe es selber gespoilert. Damit ich es erstmal kaufen kann. Ah, ich bin so auch so super, toll. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Aber ist ja nicht so schlimm, wir machen mal einfach weiter, ne? Also wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Gut. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir auf der Weltkarte waren. Wo wir müssen. Da ist unser komischer Buggy. Oh, falsche Einstellung. Genau, was ich noch gemacht habe, ich habe ein bisschen meine Charaktere gelevelt. So. Genau, was ich erstmal machen wollte ist. Das wollte ich in der Aufnahme machen. Oh, okay. Na, da sieht man auch, wie ich gefarmt habe. Ich habe auch neue Limit-Techniken. Wie die von Cloud Jets. Ja, ich weiß, scheiße, wenn ich das nicht alles in Aufnahme mache, aber ganz ehrlich. Es ist ein Let's Play und das unnötige Farme braucht man jetzt nicht zu zeigen. Weil das sind halt 2-3 Stunden, die ich jetzt saß und das alles jetzt gefarmt habe. Die sind voll langsam, oder? Ja, komm, noch mal ein bisschen schneller hier. Ja, wenn man schon fährt, dann bitte schon auch schnell. Oh, nice. Oh, dieses komische Ding. Genau, auf jeden Fall habe ich auch was bekommen. Wir fahren mal zurück zu Yunon. Denn da will ich was schnell machen. Also ich muss mit ihm reden, damit ich fahren kann. Auf mich. Kein Geld und ihr wollt trotzdem mit? Ja, komm. So, das Schiff geht jetzt schnell weiter. Muss auch gleich mal meine Verbündeten wechseln. Ich glaube, tiefer. Oder Moment, mach ich mit tiefer weiter? Ja, ja, komm, niemand mit tiefer weiter. Gut, guckt euch das mal an, wie langsam es sein würde, wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht auf mal 3 hätte. Denn ich möchte zu einem bestimmten Gebiet sogar hin, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, ich werde es eigentlich dann schon außerhalb der Aufnahme. Aber ich wusste jetzt nicht, wenn ich das mache, ob ich überhaupt, ich muss jetzt den gesamten Weg laufen, meine Fresse. Wenn ich jetzt das nicht in der Aufnahme gemacht hätte und das jetzt ein storyrelevantes Gebiet ist, ob ich das dann nicht drauf hätte und das wäre dann auch schon ein bisschen scheiße. Oder vielleicht ein Nebengebiet, ne, was vielleicht auch eventuell nice ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal nicht gemacht und mache das jetzt in der Aufnahme. Und zwar kann ich jetzt mit dem Buggy. Ah, ich war ja auch seit langem nicht mehr beim Condor, ne? Da muss ich auch mal gleich gucken. Hier irgendwo wollte ich. Genau dahin wollte ich. Jetzt ist die Frage, wie komme ich nochmal da rüber? Gestern wusste ich es noch. So, klar, ich greife mal an. So. Ich habe auch ein bisschen Yuffie gelevelt, aber Yuffie ist jetzt nicht so krass, wie ich jetzt dachte. Cool, ein Heiltrank. Ah, da komme ich rüber, genau. So. Dann gehen wir mal hier rein jetzt. Oh, hier ist einfach noch ein Mann.
Du hast schon 405 Mal gekämpft. Okay. Das ist etwas, was ich mit Alice machen musste. Vielleicht. Ich habe irgendwas im Internet gelesen, dass es auch sowas gibt, womit ich hier Alice. Ah, genau, genau. Das ist für die letzte Limit von Alice. Das habe ich gelesen. Es muss auf jeden Fall eine ungerade Zahl sein, stand da. Machen wir mal schneller hier. Okay. Wollte nur sagen, wohin geht's jetzt? Ich glaube, wir gehen mal dann zurück. Jetzt schaue ich mal kurz, wo wir sind. Mit Weltkarte. Hier hatten wir alles gehabt, ne? Da oben war ja, wir können aber nochmal hier hin. Zum Kunde. Mal schauen, ob die Shinra wieder angreifen. Ich war seit langem nicht mehr, ne? Eigentlich müsste ja die Shinra angegriffen haben. Sieht so aus, als gäbe es bei Shinra keine Aktivität. Okay, dann ist es ja genug. Ja, komm, genug. Dann gehen wir hier weg. Haben wir ja alles. Frag mich, wann dieser Kampf endet, weil ich glaube, der Kondor ist definitiv eine Materia für ihn. Also bis heute ist eine Beschwörung und die wir schauen. Auch wenn es natürlich nicht die beste ist, aber egal. Schön, so, gehen wir mal dann. Wo ist Yunnan? Da ist Yunnan. Ich wollte nur gerade sagen, wo muss ich jetzt denn hin? Das Handwerk dauert voll lang, deswegen mache ich jetzt so. Okay, die Gegner sind auch nicht gerade sehr schwer jetzt. Heitragen. Da ist Yunnan. Ah, verdammte Scheiße. Im kurzen Moment dachte ich auch, ich habe das Spiel gebrochen, weil beim letzten Mal, wo ich hier war, ne? Ich habe das ja mit Yuffie gemacht. Und dann, oder hatte ich das noch in der Aufnahme? Ich glaube nicht, ne? So, da dachte ich mir so, hä? So, ich komme da nicht mehr rein, ne? Weil da steht der Schirmer-Soldat und der sagt dann so, ja, hier gibt es kein Durchkommen. So, und dann dachte ich so, ernsthaft? Habe ich das jetzt verkackt? Komme ich nicht mehr weiter oder so? Und dann war ich hier unten. Da muss ich nur den Delfin pfeifen, ne? Und der bringt mich halt aufs Frachtschiff. Ja, und der dauert jetzt, es dauert jetzt wieder lange, mit dem Frachtschiff da zu fahren. Kennen das ja. Aber jetzt gehen wir natürlich weiter. Jetzt machen wir nichts mit Gold Saucer. Das machen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz. Lol. Ach, ich dachte schon, das ist ein neues Gebiet, aber das ist ja der Hafen gewesen. Gehen mal hier hin. Gut. Also. Wir müssen auf jeden Fall rüber. Da kann ich rüber. Oh, vor den Dingern muss ich aufpassen. Die sind gefährlich. Oh, genau das meine ich. Weil wenn er den Joker aktiviert, ne, ist das vorbei. Danke. Die waren einfach tot. Ja, wir wollen natürlich jetzt Tifa wieder. Ah, komm, wir scheiß mal erstmal auf Alice. Das hat er nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Bist du in der Phönix-Feder für sie? Ja, komm. Ist das ein Feld? Ja, ist ein Feld. Was ist das denn hier? Hier ist niemand. Wie komme ich später wieder? Hä? Darf ich einfach nicht hier rein? Hä? Ist doch egal, ob da jemand ist oder nicht. Oh mein Gott. Ja, komm, dann darf ich das wohl noch nicht. Ja, komm, fahren wir wieder mit normaler Geschwindigkeit. Wo müssen wir denn überhaupt hin?
wir nicht hier hin dürfen. Ja, das ist in der Mitte. Schauen wir mal, was das ist. Ist da jemand? Oh. Rude. Welche gefällt dir? Warum denn so verlegen? Los, welche gefällt dir? Tiefer. Oh mein Gott, what? Hm? Die ist okay. Aber arme Elena. Sie. Du. Nein. Sie mag Zeng. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber Zeng mag die vom alten Volk. Worüber reden sie? Oh nein. Total affisch. Sie sprechen dauernd darüber, wen sie mögen und wen nicht. Aber Zeng ist anders. Ah, oh nein. Sie sind hier. Sie sind wirklich hier. Dann ist es soweit. Root, mach es ihnen nicht leicht, auch wenn es Mädchen sind. Keine Angst, ich mach's das schon. Wir verlassen uns auf dich. Ich berichte Zeng. Also muss ich gegen ihn kämpfen. Es ist eine Weile her. Jetzt müsst ihr dafür zahlen, was ihr in Sektor 7 getan habt. Sektor 7. So traurig. So weit gehst du. Ah, die denken, wir haben das zerstört? Oh, natürlich ist Tifa fast tot. Komm mal, nochmal tiefer. Wow. Gut, man wird schon mal gut schauen. So. Wäre jetzt doch ein Spiel mega Heilung. Boah, der tut ja voll weh. Ich bin kein Feuer. Ich mach immer Feuer gleich, Der Schlage. Oh, ich hab 3 Heiltränke. Was? Die hab ich hier bekommen. Ach, wahrscheinlich von den ganzen Kämpfen, die ich gemacht habe. Die haben mir auch Heiltränke gedroppt. Töpflicht. Oh mein Gott. Beno. Also, wir ziehen uns zwar zurück. Wir siegen immer noch. Ich hab jetzt nicht gelesen, was er gesagt hat. Also alles. Ah, der geht jetzt auch weg. Oh nein, Satz zu sagen. Gut, das war einfach. Ja, das kommt doch, wenn man so viel farmt. Märchenstab, das hört sich an wie eine Waffe für Aeris. Eh? Da stimmt was nicht. Als wüssten sie von unseren Kommen. Sie sind uns gefolgt. Aber das merkt man doch. Das bedeutet, jemand hat sie informiert. Ich will nicht mal dran denken. Ich vertraue allen. Jemand hat sie informiert. Ich wechsle mal hier. Achso, ich kann es nicht machen, okay. Geht die so lang, aber ich will mal wissen, was hier ist erstmal. Oder geht's von da aus raus? Okay, da gibt's einen Kampf. Das ist ein Was zur Hölle ist denn das? Das sieht aus wie der Panzer von Democrat 2. Okay, der hält auf jeden Fall einiges aus. Na, Moment, der war auch schon schnell tot. 1300 G hat er gegeben, also Gil. Ah, nice. Wieder dieses Ding. Wie die Angriff. Lol. Jawohl. Noch ein Schlag. Geht doch. Ich mach mal wieder tiefer in Aeris, glaube ich, rein. Schutz Level 1. Nice. Den Reaktor? Kaputter Reaktor.
Oh mein Gott. Es ist Scarlet, Leiterin des Shinra-Waffenentwicklungslabors. Oh mein Gott, ich komme in die Klotzrichtung. Das taugt nichts. Aus schrottigen Reaktoren kommt nur schrottige Materie. Dieser Reaktor. Fehlanzeige. Sie suchen nach Unmengen Materie. Hast du welche gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich kümmere mich gleich drum. Bitte. Wir könnten die ultimative Weapon bauen, wenn wir es nur hätten. Ich kann's kaum abwarten. Seit Ryo weg ist, kriegen die Entwickler immer mehr Geld. Ich beneide sie. Aber selbst wenn wir die perfekte Waffe herstellen könnten, wäre der Idiot Heidegger in der Lage, sie zu benutzen? Oh, Entschuldigung. Ich vergaß, dass Heidegger dein Chef war. Gehen wir. Unmengen Materie. Eine ultimative Weapon? Die perfekte Weapon? Was haben die Shinra nur vor? Aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe, komme ich hier auch nicht weiter, ne? Ich glaube, das war einfach nur zu... Ach, warte mal, was passiert, wenn ich nicht hergekommen wäre? Hätte ich davon mitbekommen? Materie Titan erhalten. Nur gucken, was Titan ist. Oh, ich hab hier nix ausgerüstet für Red. Oh, das ist eine Beschwörung. Haben wir dann... Wer ist natürlich. Warte mal, ich hatte noch eine Beschwörung, oder? Muss man gucken kurz. Warte mal. Was ist das schon? Ich hab keine Materie mehr. Kurzer Schock, ey. Gut, dann machen wir einfach mal für Red Feuer rein. Oh, ich habe hier noch einige Dinger, ne? So, machen wir das. Feindköder, ne? Für mehr Level. Noch ein Feindköder. Ja, komm. Machen wir noch tiefer hier mit. Sie braucht keinen MSB Plus und Primitivschlag. Haben wir sie auch mal Feindköder rein, ne? Oder warte mal, was war das andere? Ach, Gift, okay. Alles gleich schon. Vielleicht ist ja noch was hier. Ach, nun kommt, okay. Okay, das tat weh. Lol, er kann doppelt schlagen. Oh, Red hat jetzt seine ultimative Attacke. Natürlich kommen jetzt mehr Kämpfe wahrscheinlich, weil ich ja Feindköder gemacht habe. Moment, ich brauche kurz diesen Areal nur ohne Kämpfe. Hat Sephiroth eventuell das zerstört? Wir können den Kampf weitergehen, ruhig. Ja, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich so viele Kämpfe kommen. Was zur Hölle ist das? Wow! Ah, okay, so krass schwer war das auch nicht. Okay, ab nach oben. Echt, du wusstest, dass wir... Oh mein Gott. Das sieht aus wie etwas, was aus Rick und Morty stand. Okay, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler wäre, wenn ich das sage, aber komm schon, wer hat nicht Rick und Morty gesehen? Ja, in der ersten Folge, glaube ich, war das ja gewesen, wo diese komischen mutierten Menschen, Heuschrecken, Alien-Dinger da waren halt, ne? Oder Gottesabmetern, besser gesagt.
liegt was, eine Materie. Todesstoß. Moment. Was ist das? Hier fehlt das Material, Todesstoß. Okay, so geht's weiter. Gehen wir dann wieder rein. Lol. Ja komm, dann gehen wir mal nach rechts. Als der Reaktor vor 3 Jahren explodierte, kam mein Mann dabei um. Brauchen die Leute wirklich Reaktoren, um zu leben? Gibt es nicht wichtigere Dinge im Leben? Egal wie sehr ich auch bete, das bringt meinen Enkel nichts. Oh. Das ist traurig. Kaputter Reaktor. Ich glaube, dass ein Dorf im Kampf passieren würde. Möchtest du was? Eine Geschichte hören. Nach der Explosion beschlossen wir, die Nutzung der Magro-Energie zu verbieten, um mit der Natur zu leben. Gehen wir mal was zu kaufen. Kopfband, Schutz vor Schlaf, Blind, Gift, Gemüt plus 10. Weißer Umhang, ja schon. Automatisch Tobsucht, Furienring, okay. Oh, Umnebelung. Zeit. Nehmen wir auch mit. Ah, die haben wir schon. Okay. Sekunde, das will ich mal kurz gucken hier. Ah, ich hatte ja noch eine Dings, ne? Einen Regen. Hä? Oder ich hatte ihn nicht. Hab ich den schon jemandem gegeben? Slots. Hatte das nicht Eris gehabt? Habe ich das von Eris abgerüstet? Bisschen verwirrt, aber gut. Ach, da war Föhrenring. Okay. Na komm, gehen wir mal tiefer hier. Stärke plus 10. Wir behalten all die Materia, ne, und am Ende schaue ich mal, was ich ausrüste. Was ist denn für mich? Eine Geschichte hören. Shinra baute den Reaktor, ohne an die Sicherheit der Stadt zu denken. Und was passierte dann? Es ist explodiert. Kommen wir mal weg. Eintrank. Haben wir genug? Vielleicht nochmal Königsfedern. In dem Fall, das brauche ich auf jeden Fall für die Arena. Das kann ich einige. Also davon kann ich einige schon mal mitnehmen. Davon auch. Goldene Nadel, neutralisiert Versteinerung. Ah. Okay, sonst habe ich ja alles. Ah, genau. Ich muss mal gleich gucken wegen Märchenstab. Das war doch ein Eris-Ding, ne? Du bist ein Reisender? Hey, warte. Dieses Funkeln in deinen Augen. Bist du Soldier? Oh, du hast recht. Weißt du nicht was über unseren Sohn? Er heißt Zack. Moment, davon habe ich schon mal gehört. Es ist fast 10 Jahre her, als er in die Stadt zog, weil er nicht auf dem Land leben wollte. Als er ging, sagte er, er wollte Soldier werden. Weißt du etwas von einem Soldier namens Zack? Ich weiß nicht. Zack. Junge Frau, kennst du ihn? Er schrieb uns vor 6 oder 7 Jahren, dass er eine Freundin hätte. Warst du das vielleicht? Nein, tut mir leid. Tifa? Was ist passiert? Es ist unglaublich, dass er sich 10 Jahre lang nicht meldet. Wir sind doch seine Eltern. Hast du als Soldier mal jemanden namens Eck getroffen? Okay, warte, dem Haus war schon drin. Da ist tiefer. Wo willst du tiefer gehen? Ich doch mal hier rein. Brauchst du etwas?
Was hören? Shinra baute den Reaktor, ohne an die Sicherheit der Stadt zu denken. Und was passierte dann? Oh, X-Drang. What? X-Drang? Ja gut, wahrscheinlich gibt es mehr Heilung als Heiltrank. Was ist das für einer? Dies ist Goganga Village. Hier starben viele Leute bei einer Mago-Reaktor-Explosion. Ah, das ist Goganga. Weißes Megafon. Weißes Megafon. Ich schau mal, was weißes. Ich sollte mal ein paar Waffen von Dings. Weißes Megafon. Sieht aus wie Barrett. Kann aber nicht sein, dass es bei Barrett sind das Waffen. Er hat ein weißes Megafon. Du? Nee. Nein, ich muss noch rausfinden. Zack. Kennst du ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Das wirkt aber anders. Ich hab doch gesagt, ich kenne ihn nicht. Schon gut. Das hört sich ganz nach dir an, Cloud. Verlässt die Stadt, um Soldier zu werden. Das war damals doch nichts Besonderes. Du musst schon was Besonderes sein, um es als Soldier so weit zu bringen. Vor sowas habe ich recht. Was? So, vor sowas habe ich Respekt. Hat einfach Glück. Nicht so bescheiden. Cloud, danke für dein Mitgefühl. Okay. Geht's hier weiter eigentlich? Also alle Häuser habe ich jetzt mal hier angeschaut, ne? Also kann ich schon mal von hier weg. Okay. Du. What? Hat schon wissen, was der Frosch. Wo ist das Ding? Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich dem Frosch den Links gebe. Ah, es bleibt ein Frosch. Leute, er hat Ding zum Frosch gemacht. Ja, gut, hat schon wieder erledigt. Kein Objekt. Boah, aber sehr viel Geld. Hier kriegt man wohl sehr viel Geld. Ich wollte nicht rein. Und ich halt von außen rein. Alter. Ich will doch nur zu meinem Wagen. Eigentlich könnte ich mal zu Gold so, aber ich kann mal gucken, was für Attraktionen da gibt's. Ja, machen wir erstmal so weiter. Okay, wir waren hier und wir müssen dann wohl hier weiter. Alles klar. Aber Primitivschlag. Okay. Also ich mache mehr Schaden, wenn ich einen Primitivschlag mache. Interessant. Und gut. Delfinsprung. Oh. Neuen Limits, Moment. Ah, Limit. So. Willst du schon verarschen? Geht doch. Sehr gut. Ja. Ich hatte nochmal 3 gehabt, ne? Ja. Ich muss nochmal sicher gehen. So, PRS. Wir wechseln mal ihn und nehmen Aris mit. Ich, ah, ne. Von dort aus komme ich rüber. Oh, schon wieder Primitivschlag. Ach stimmt, ich wollte ja. Hey! Er hat mich so Frosch gemacht. Donner der Gerechtigkeit. Ja, Aris, lass deinen Zorn freien Lauf.
wie Ramu aussieht. Sehr schön. Und da brauche ich auch Cloud, der leider ein Frosch ist. Eine Sache muss ich machen. Tut mir leid, dass ich das jetzt die ganze Sache mache, aber muss sein. Und zwar nehmen wir mal Titan mit. Ich will wissen, was der Titan ist. Okay, hier sind wir richtig. Angriff von der Seite. Hier oder die? Also heilen wir uns mal. Ach nee, warte mal, ich heile mich ja nicht. Das befreit mich von den Staatseffekten. Oh. Ja, komm mal, machen wir mal. Ah genau, wir müssen ja unseren Stab noch wechseln. Und bei allem sollte man gucken, was Titan ist. Jetzt muss ich kurz auf die Folge gucken. Oh, wir haben schon 31 Minuten. Dann würde ich sagen, von hier aus fahren wir zur nächsten Stadt. Auch in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.